Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Liquid Nature Quick Tip. Ich bin der Stefan und heute geht's um meine Lieblingstätigkeit: Fische füttern. Ihr kennt das bestimmt. Also, Fische füttern kennt ihr bestimmt. Keine großen News. Aber ihr kennt das vielleicht, gerade wenn ihr Bodendecker habt. Ist jetzt nicht das allerbeste Beispiel, hier ist es kein großes Problem. Aber wenn ihr viele Bodendecker habt im Aquarium und ihr füttert ein Granulatfutter, und ich würde euch immer Granulat empfehlen, ist für gewöhnlich das hochwertigere Produkt, also hochwertiger als Flocken, dann sinkt das für gewöhnlich schnell ab oder schnell leer als Flocken. Und wenn euch das in den Bodendecker hineinsinkt, hängt es ein bisschen von eurem Besatz ab, aber viele Fische nehmen das dann nicht mehr gut auf. Besonders bei hohen Bodendeckern, Eleucharis zum Beispiel, also dieses Haargras, ja, grasartiger Bodendecker, dann verschwindet das so richtig in eurem Boden und eigentlich versaut ihr damit nur das Aquarium und die Fische fressen das gar nicht so richtig. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Sache. Das funktioniert leider nicht mit allen Futtermitteln, aber mit meinen Favoriten funktioniert das richtig gut. Und zwar funktioniert es mit einigen Tabs, jetzt zum Beispiel JBL Tabis, also Algentabletten mit einem Holzanteil funktioniert richtig gut, vor allem für Welse, aber alle Fische nehmen es gerne an. Besonders für Welse ist es cool. Und meine Favoriten, Futtermittel von Aka, Vita Pleco, Vita Gran ist so das Futter, das ich die meiste Zeit hier fütter. Und da funktioniert es beiden toll. Die Aka-Futtermittel haben einen großen Vorteil, und zwar sind sie kalt gepresst. Das heißt, im ganzen Erzeugungsverfahren wird das Futter nie hoch erhitzt. Hat einen kleinen Haken, dadurch hält das Futtermittel nicht ewig lang. Wenn ihr es offen habt, solltet ihr schauen, so innerhalb von 6 Monaten, maximal ein Jahr, sollte es wirklich verfüttert sein. Ansonsten habt ihr nur Vorteile dadurch. Alle Aminosäuren sind auch von höherer Qualität, keine Vitamine sind verschwunden durch das Erhitzen und eure Fische bekommen einfach mehr von dem guten Inhalt. Und der Trick, den ich jetzt meine, der ist vielleicht für manche gar keine große Neuigkeit, aber es ist mega praktisch. Also Vita Pleco, das sind so kleine, ja, wie nennt man das denn? Tabs, Pellets, Kissen, wie auch immer. Es ist ein Futtergranulat, das relativ grob ist. Ich würde mal sagen so 5 mm Würfel, mehr oder weniger. Und wenn ihr das reinschmeißt, sinkt das ganz schnell zu Boden, haben wir wieder dasselbe Problem. Deswegen nehmt ihr das Ganze einfach mit euren Fingern und klebt es euch an die Scheibe. Es ist ein weiches Granulat, durch das Kaltpressverfahren ist es nicht so hart, nicht so fest. Und ihr könnt es einfach gegen die Scheibe drücken und es bleibt da kleben. Die Fische sind jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Der große Vorteil, der sich jetzt ergibt, das Futter sinkt, wenn überhaupt, in ganz, ganz kleinen Partikeln. Und die Fische können das wirklich restlos auffressen. Also wird auch hier gut durch die Strömung aufgewirbelt. Und die Fische können die kleinen Partikel, die sich lösen, wunderbar aufnehmen. Und es sinkt kaum was zu Boden. Das ist ganz, ganz praktisch. Es gibt ja auch viele, es gibt generell viele Fischsorten, aber es gibt auch Fischsorten, die Futter vom Boden nicht annehmen oder kaum annehmen. Und besonders da ist das Ganze empfehlenswert, aber auch um euer Aquarium ein bisschen zu schonen. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe kleine Fische, die können mit so großen Pellets gar nichts anfangen, ist das kein Problem. Auch wenn euch die Zusammensetzung zum Beispiel für euren Besatz vom Vita Pleco jetzt nicht so zusagt, dann gibt es da eine Alternative. Und zwar das Vita Gran, hier oben, das ist immer Originalgröße, das ist ein kleineres Granulat, so ein Millimeterkörnung. Und auch das ist kalt gepresst. Das heißt, wir haben hier auch wieder weiches Granulat und ich mache meine Finger dafür absichtlich ein bisschen feucht. Nehme ein paar, okay, war ein bisschen viel, ein paar von diesen Granulatkörnern, Pellets, wie auch immer, und knete die so ein klein wenig zwischen meinen Fingern. Ein bisschen eine Sauerei, Finger riechen dann interessant, würde ich das nennen. Und dann bekommt man auch, je nachdem wie viel Futter ihr nehmt, ein größeres oder kleineres Futterpellet. Und dann könnt ihr das halt auch, ich klebe das jetzt einfach mal daneben, die bekommen heute eine extra Portion, dann klebt ihr das auch einfach an die Scheibe und auch das bleibt dann hier einfach kleben. Und ihr habt wirklich kleine sinkende Partikel, die Fische nach und nach aufnehmen können. Und so habt ihr kein oder viel, viel weniger Futtereintrag in den Boden, was euer Aquarium schont. Und jetzt zu guter Letzt zeige ich euch noch, dass das mit den JBL Tabis ebenfalls super funktioniert.
Die sind vor allem für Welse meine Favoriten. Zum Beispiel Otto Zinklus, die ansonsten nicht so gern an Futter gehen, nehmen das nicht immer, hängt ein bisschen davon ab, wie eure Otto Zinklus da so drauf sind und auch, ich denke auch, wie hungrig sie sind. Aber wenn sie hungrig sind, habe ich schon oft beobachtet, dass die das gut annehmen. Die Tabbies sind festgepresst, also so ein harter, nennen wir es mal Cookie. Den muss man mit ein bisschen mehr Druck gegen die Scheibe pressen, aber dann passt das Ganze auch und funktioniert natürlich genauso. Ganz grundsätzlich zum Füttern, macht euch bitte schlau, was für Fische ihr haltet. Nicht alle Tiere fressen dasselbe, aber ihr könnt euch so ein bisschen orientieren. Die meisten unserer Zierfische wünschen sich einen sehr hohen Proteingehalt, so zumindest um die 40%, manchmal auch 50% oder höher und gleichzeitig einen relativ niedrigen Fettgehalt von 10% oder darunter. Gibt sicherlich Sonderfälle, aber so die meisten Zierfische sind dann mit sowas zufrieden. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen orientieren, sind die Fische, die ihr pflegt, eher Pflanzen- und Algenfresser oder sind die eher auf Insektenjagd oder sind sie generell Räuber? Und dann könnt ihr ein bisschen schauen, woher kommt das Protein in euren Futtermitteln? Ist das eher aus Spirulina, aus Algen, aus Pflanzen, aus Hülsenfrüchten eventuell? Oder ist es aus Insekten, aus Krill oder aus Fisch? Und so könnt ihr das perfekte Futter für eure Fische relativ schnell finden. Es gibt auch immer tolle Komplettlösungen, die für viele, viele Fischsorten gut passen. Habt ihr Interesse an einem ausführlicheren Video bezüglich Fischfutter? Also nicht nur Trockenfutter, es gibt ja viele Möglichkeiten. Lebendfutter selber züchten, Lebendfutter kaufen, Frostfutter. Es gibt von JBL auch Plankton pur, es ist gebrühte Zooplankton, es gibt viele gute Möglichkeiten. Habt ihr da generell Interesse an einem bisschen ausführlicheren Video zum Thema Fischernährung? Lasst uns wissen in den Kommentaren, vielleicht auch so mit ein bisschen Anreiz, was genau euch dabei interessiert. Also auch das Thema mit der Futtermenge ist ja ein leidiges Thema im Hobby, ich sag's euch. Aber da können wir gerne ein Video dazu drehen. Wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, lasst uns einfach wissen, schreibt es uns in die Kommentare. Gerne auch mit allen genaueren Infos, die ihr euch da wünscht. Dann können wir im Video besser darauf eingehen. In dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Glocke und so. Wir sehen uns beim nächsten Mal.